Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Farm. Neue Bartelzagen hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und alle neuen Abonnenten, die hier den Weg hergefunden haben. Das freut mich sehr, dass ihr auch zukünftig hier dabei sein wollt. Wenn wir hier in diesem Großprojekt, in unserem Big Farm Projekt hier arbeiten. Wir haben ja da noch ein schönes zweites LS22 Projekt, nämlich unser neuer Mini-Brunnen, unsere Alpen-Map. Aber dazu später ein bisschen mehr. Jetzt fahren wir Mineralfutter, ich glaube so heißt das, Mineralfutter, zu unserer Aufzuchtstation, weil das brauchen wir. Und wir haben nämlich 14.57 Uhr. Und das heißt, jetzt müsste dann gleich der Fütterungsroboter loslegen, so hoffe ich doch. So, da müssen wir noch mal ein bisschen zurücksetzen. Und Mineralfutter. Ja, das passt soweit. Denn in der letzten Folge haben wir uns die ersten Kühe gekauft. 40 Stück. Kühe wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben uns Kälber geholt. Und das Ganze hier, wie gesagt, diesen Hof, da seht ihr die lieben Tierchen. Naja, ich gebe zu, die sind schon ein bisschen ausgewachsen und schon sind sehr große Kälber. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir hier diesen Hof bzw. diesen Stall hier nutzen wollen als Aufzuchtstation für unsere Kühe. Wir schauen mal kurz rein bei den Kühen. Wir haben 40 Stück Holstein gekauft. Und zwar, wie gesagt, die jüngsten. Gesundheit ist noch null, geschlechtsreif auch null. Stroh habe ich eingeworfen, 38.000 Liter. Und auch hier das, man sieht es hier rechts unten, Heu und Stroh. Ist jede Menge drin. Silage haben wir das, was im Silo war, mal eingeworfen, 16.000 und Mineralfutter 18.000. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, weil 14.58 Uhr, ich spule mal ein ganz kleines bisschen vor, da müsste hier der Fütterungsroboter mal loslegen. Schwuppdiwupp, Echtzeit. So, wir machen mal Bild 3. Und dann müsste es eigentlich losgehen und dann schauen wir nämlich, ob das Ganze auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, dass wir, wie gesagt, erstmal übergangsweise, bevor wir dann wirklich dann auf unserem Hof, auf unserem Gelände unseren ersten eigenen Kuhstall bauen, dass wir das hier so als Aufzugsstation, es geht los, wunderbar. Dann können wir die Zeit wieder zurückspulen bzw. zurücksetzen. So, also der Roboter arbeitet, das ist schön. Stroh 48, Mineralfutter, Nahrung 1433, Gesundheit 10%, also es tut sich was, es funktioniert. Und die lieben Tierchen werden gefüttert. Wir gucken noch mal rein. So, Gülle wird auch schon produziert, Milch natürlich nicht, aber die Produktivität steigt und für uns ist eigentlich wichtig, dass sie geschlechtsreif werden, damit sie sich schön vermehren. Mischration 100%, das läuft, da müsste jetzt gleich hier um die Ecke doch der Roboter kommen. So, was wir natürlich nicht haben, da muss ich mal überlegen, ob wir hier und ob das überhaupt geht. Das wäre überhaupt das Nächste, was wir ausprobieren können. Ob wir denn hier noch einen Misthaufen hier hinstellen können. Aber erst möchte ich sehen. So, wann kommt er denn? Jetzt wird nochmal abgeladen. Sehr schön. Und es tut sich was. Der Roboter kommt. Wir gehen ihm aus dem Weg, sonst fängt er nämlich wieder an, bockig zu werden. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Gut, also das Ganze funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, aber ich glaube, das geht nicht, weil wir das Gelände nicht gekauft haben. Wenn wir nämlich hier kaufen bzw. bauen, dann müssen wir rentieren. Ne, wie war denn das? Silo-Erweiterungen, glaube ich. So, da haben wir es doch. Da haben wir doch einen Misthaufen. Ja, das Land gehört uns nicht. Das ist nämlich der Punkt. Das Land gehört uns nicht. Deswegen können wir hier gar nichts bauen. Wir können aber, wie gesagt, interessanterweise hier das Gebäude hier, den Stall zwar nutzen, aber wir können jetzt hier nichts platzieren. Also müssen wir wohl oder übel auf unseren Mist erstmal verzichten. Und dann machen wir erstmal gar keinen Mist. Auf jeden Fall, der Fütterungsroboter läuft und das Ganze funktioniert. Und auch, was auch noch funktioniert, das zeige ich euch dann gleich. Der Motor läuft noch. Dann werden wir erstmal wenden und fahren mal zurück zu unserem zukünftigen oder eigentlich zu unserem Hofgelände. So. Denn mittlerweile tut sich auch was in unserer BGA. Da muss ich nämlich mal schauen, weil da müssen wir richtig flott nachwerfen.
damit hier nämlich unsere Silageballen auch verarbeitet werden. Und deswegen würde ich nämlich mal als nächstes gerne probieren, wie das denn jetzt aussieht, ob wir das Problem mit dem B bzw. mit dem Entladen der Ballen mit Hilfe unseres Ladewagens, ob wir das nicht mehr haben. So, hier steht unser Bergmann, den wir in der letzten Folge gekauft haben. Ein schöner, großer Ladewagen. Aber den brauchen wir auch für all das Material, was da unterwegs ist. So, weil dann würde mich nämlich interessieren, was jetzt passiert. Ihr seht es schon, da haben wir die ersten Ballen auch ausgepackt. Es sind jetzt, glaube ich, 3 oder 4 von diesen, ich sag jetzt einfach mal, Würsten, sind jetzt soweit fertig, dass wir sie verarbeiten bzw. die BGA werfen können. Die hier sind logischerweise noch nicht so weit, die wurde einen Tag später. Aber hier haben wir welche, die sind fertig. Sind allerdings keine großen Ballen mit 620, 3500 Litern, aber besser als nichts. Hier wird gearbeitet, die Silage wird verarbeitet, sehr schön. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt verhält, wenn wir hier mit ihm hier die Ballen nochmal aufnehmen. Jetzt überlege ich gerade, wo fangen wir da jetzt? Jetzt steht natürlich der Kollege Liebherr ein bisschen ungeschickt rum, merke ich gerade. Ich glaube, den müssen wir nochmal kurz wegstellen. So. Okay. Ja, und den stellen wir erstmal hier zur Seite. Ich könnte den ganzen Wagen Teleskoplader fahren. Den ganzen Tag, meine ich. Den ganzen Tag. So, hier in Ladestellung. Oder Ladeposition. Ja, ich habe es euch ja mal gesagt. Also das Problem ist wirklich, dass man beim Abladen die Schwierigkeit hat, dass ich irgendwie hier diese, ich nenne sie gerne meine Ballenwurst, liebevoll, dass die sich irgendwie verheddert, verhakt, keine Ahnung. Auf jeden Fall schmeißt sie dann den ganzen Traktor mitsamt dem Wagen hier eben um oder umgekehrt, wirft den ganzen Ladewagen mitsamt dem Traktor um. So ist es vielleicht eher richtig. Und das hat mich schon ein wenig arg irritiert und das Ganze war eben nach dem Content-Update. Und deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, liegt es jetzt am Update und haben wir wieder mal ein Ballenproblem. Ihr erinnert euch vielleicht noch am Anfang von LS22, da gab es auch Ballenprobleme, wenn nämlich die Ballen hier auf dem Wagen gelagert wurden. Und man hat den LS verlassen und ist dann das nächste Mal wieder gekommen, war der ganze Shop voller Ballen. Und das musste dann auch erstmal gefixt werden durch ein Update. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob hier auch irgendwas passiert ist mit dem Content-Update. Weil es wäre nämlich schön, wenn man das hier ordentlich wieder hier und nicht dieses Durcheinander hätten, dieses Tohuwabohu, wenn wir das Ganze hier ordentlich auch stapeln und abladen könnten. So, also wir machen den Wagen erstmal voll, weil das Material muss sowieso weg. Dann kriegen wir das nämlich auch mit dem Teleskoplader deutlich, deutlich besser auch gewuppt. Weil mit dem müssen wir jetzt schon ordentlich, man sieht es ja, hier Produktion. Ja, der arbeitet kräftig. Die BGA jetzt, das heißt, da werden wir doch relativ schnell das Material hier verarbeitet haben. So. Aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich hier auch nicht mehr ganz den Überblick hatte, denn ich habe tatsächlich letztes Mal einen kleinen Schreck bekommen, weil ich habe gedacht, wir nehmen einfach mal ein bisschen Kredit auf, um uns den Ladewagen gönnen zu können, weil wir haben uns ja auch noch einen Schwader besorgt. Und ja, ruckzuck sehe ich, dass wir hier doch glatt mit 500.000 schon in der Kreide stehen. Ja, 500.000. Also ich habe nochmal, glaube ich, 100 oder 50.000 aufgenommen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und jetzt haben wir hier 500.000 im Minus. Aber das hätte ich eigentlich auch sehen müssen. Oh, wir sind voll. Das hätte ich aber auch eigentlich sehen müssen mit den Monatswechseln. So, ich würde mal versuchen, das Ganze hier abzuladen, damit es auch nicht ganz so weit weg ist. So, und abladen. Ballen entladen. Gut, bis hierher ist ja alles im grünen Bereich. Die Probleme fangen erst später an. So, und jetzt runter. Und jetzt bin ich gespannt, ob er wieder das Ganze hier irgendwie anhebt. Ja, also er bewegt sich merkwürdig.
Ja, er bewegt sich. Ihr seht's. Also, das hat's nicht gebracht oder daran lag's wohl nicht. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es hier an diesem Wagen hier liegt, weil das ist eigentlich mein Haus- und Hofwagen. Den nehme ich eigentlich immer für die Rundballen, außer ich nehme natürlich einen Autoload. Deswegen muss ich ehrlich sagen, also es kann wohl nicht an der Anzahl der Ballen sein, weil wir schon einige verarbeitet haben. Es liegt also nicht am Maximum der Ballen, sondern es muss wohl irgendwas gewesen sein mit dem Content-Update. Also wenn ihr das besser oder genauer wisst, dann würde ich mich euch freuen, wenn ihr mir das vielleicht in die Kommentare schreibt. Weil ich bin da jetzt gerade nicht so auf dem Laufenden, ob da was war. Ich habe da jetzt auch nichts gesehen, irgendwie in einem anderen Video. Aber wie gesagt, ich bin ja zurzeit stark eingespannt mit EA Sports PGA Tour, dem Golfspiel, dem neuen von EA, nach 13 Jahren. Nee, lass mich mal kurz überlegen, 2013. 2015, also ich glaube nach 8 Jahren, kam jetzt endlich mal wieder hier ein Golfspiel und das finde ich einfach super. Das macht mir zurzeit sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen bin ich da jetzt auch gerade ein bisschen... So. Jetzt habe ich in der letzten Folge noch gesagt, dass wir das nicht machen, aber ich habe dann auch gemerkt, dass es doch hier gar nicht so einfach. So, Augenblick. Dass wir hier... Na, weg damit. Dass wir eigentlich die Ballen oben reinwerfen wollen. Aber es ist halt schon ein bisschen eng hier. Trotzdem machen wir das Ganze nochmal. Weil wir können ja jetzt 3 Ballen auf einmal einwerfen. Weil darum geht es mir ja. Deswegen brauche ich hier diese ordentlich gestapelten Würste. Damit ich hier eben dann die Ballen auch nicht Stück für Stück einwerfe. Sondern dass ich hier gleich immer 10.500 einwerfen kann. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel die BGA. Ich glaube 75.000 fast die. So, dann schauen wir mal, weil die passt nämlich gerade so, ne? Es ist gerade so. Okay, ein bisschen runter und jetzt ziehen. Schwuppdiwupp und weg sind sie. Wir schauen mal. 66.000 und ich bin der Meinung, es sind... Ja, es müssten 75 sein. Also das heißt, wenn wir jetzt die nächsten Ballen reinwerfen, dann ist das Maschinchen erstmal voll und kann arbeiten. So, eigentlich muss man das immer aus der Innenansicht machen. Sehr schön. Okay. Ja, das ist zu hoch. Ein bisschen runter, so. So, der packt die gerade. Also diese 10.000 kann der gerade anheben, bevor er kippt. So. Aber das ist schön, das passt. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir das von innen gut sehen. Ne, da sind wir noch nicht ganz dran. Aber jetzt. Und zack. Sehr schön. Dann fahren wir nochmal einen. Weil das Gute ist natürlich, dass wir die da jetzt auch stapeln können. Augenblick. So. Das sollte so passen. Ah ja, dann ist ja die erste Wurst jetzt schon weg, ne? So wie das aussieht. Ja, da muss jetzt aber auch richtig flott Geld hier reinkommen. Und Gülle. Beziehungsweise Gärreste. Ich sage hier immer Gülle. Aber es sind ja Gärreste. So, jetzt, ja. Okay, die fallen so knapp hier irgendwie rein. Okay. Ups, muss ein bisschen aufpassen. So. Dann stellen wir den jetzt erstmal hier ab. Und dann machen wir erstmal Folgendes, weil wir haben da hinten ja den Kollegen, mit dem ich eigentlich gerne hier noch das Feld düngen möchte. Unser Grasfeld. Weil auf jeden Fall einmal möchte ich das noch mähen und dann zum Herbst. Dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Lass mich mal kurz schauen. Also, wir haben das jetzt geerntet. Und ich bin der Meinung, ist es denn jetzt schon im Wachstum? Das ist doch schon im Wachstum, ja? Dann müssten eigentlich Juli... Und dann haben wir den August und den September.
Und dann könnten wir das eigentlich, den Saatzeitpunkt, dann könnten wir eigentlich auf das Feld hier im Oktober, könnten wir entweder Weizen oder Gerste schmeißen, dass wir eben das Gras nämlich nochmal abernten. Dann wird das Ganze gegrubbert und dann machen wir entweder Weizen oder Gerste drauf. Und dann wird das Feld eben nämlich auch von mir, glaube ich, nochmal eingeteilt. Denn ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, da machen wir dann hier ein rechteckiges oder zwei rechteckige Felder. Ich weiß es noch nicht, da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig. So. Also müssen wir mal schauen, wie breit. Da ist ja nicht so breit, ne? Da wirft hier raus. Okay. So, ich will hier so ein Vorgewände fahren und dann können wir nämlich den quer rüberfahren lassen. Das wird auf jeden Fall besser sein. Hat er jetzt gerade kurz aufgehört oder war das? Ja. Okay. Ist das jetzt nur die Animation oder? Warum macht er jetzt hier? Ach, wir sind zu dicht dran oder was? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir das hier ein bisschen vordüngen. Dann noch einmal abernten, weil das ist auch jede Menge Material hier. Also mit dem Feld haben wir ja, also das halbe Feld waren ja alle Ballen im Prinzip. Und ja, das bringt auf jeden Fall ordentlich Material für das Fermenter-Silo. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal gut über das Jahr Silage produzieren für die BGA. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir hier jetzt den Helfer losschicken, ob er dann so wie geplant hier rechts rumfährt oder ob er links rumfahren will. So, ich will hier mal kurz schauen. Was zeigt er denn an? Stickstoff 30, 25. Hä? Okay. So, er fährt zum Glück rechts rum, das ist gut. So, da fahren wir wieder über Nachbars Garten hier, so wie es aussieht. Aber was er nicht sieht und was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. So. Ja, da können wir ja ein paar Touren fahren, so wie es aussieht. Und dann müssen wir, und das hilft ja nichts, jetzt überlege ich gerade, ist denn die Stickstoffausbringung, ist die automatisiert? Wartet mal bitte, Augenblick. Einstellung. Anschalten, automatische Ausbringung deaktivieren. Nein, die automatische Ausbringung lassen wir jetzt einfach mal an. Wir schauen mal in hier rein, wie denn das Ganze jetzt aussieht. pH-Wert Stickstoff. Okay, er macht es hier ein bisschen mehr. Was haben wir denn? Okay, 40 Gramm, teilweise 60. Ja, okay. Gras braucht, glaube ich, 50 und insofern passt das. Und dann werden wir hier den Ertrag noch mal ein kleines bisschen steigern. Wie sieht denn das eigentlich generell aus? Umweltbewertung 98. Ja, das ist doch sehr schön. Okay, dann kann der hier noch ein bisschen fahren, während wir ja den Kollegen erstmal aufräumen. Ich überlege gerade, sollen wir noch mal ein bisschen Heu machen? Wir könnten eigentlich das eine Feld hier komplett Heu machen, oder? Das kleine Grasfeld. Und hier das Gras, das sammeln wir. Auf der anderen Seite überlege ich gerade. Nee, was wir haben, haben wir. Also machen wir jetzt hier erstmal Heu, weil wir haben sowieso die Gerätschaften hier. Und dann können die hier nochmal ein bisschen Heu machen. Und wir müssen sie ja sowieso dann einsammeln. Dann soll dieses Feld hier noch ein Heufeld werden. Dann haben wir auf jeden Fall. Ach du Schande. So. Habt ihr nicht gesehen, oder? Nee, hat er nicht gemacht. So. Jetzt schauen wir mal. Kann ich da auch den Helfer losschicken, weil der andere wird jetzt vermutlich gleich leer sein. Okay. Ja. Das geht. So, 39. Dann können wir nämlich ihn hier jetzt auch erstmal abstellen, den Anhänger abstellen.
Und dann holen wir hier nämlich den Ladewagen und dann können wir das Ganze hier mal ein bisschen aufräumen. Und wir haben ja noch jede Menge Stroh auch liegen zum Aufräumen. Oje, oje, oje. Also wir haben hier jede Menge Arbeit, das seht ihr. Da geht uns die Arbeit nicht aus. Wir machen uns natürlich hier auch jede Menge Arbeit im Big Farm Projekt hier auf Neubartelshagen. So. Und dann bringen wir den Kollegen erstmal an den Start. Wir müssen echt mal schauen, dass wir hier ein bisschen die Felder aufräumen. Eigentlich bräuchten wir auch einen größeren Gülleanhänger. So. Also den jetzt erstmal hierher. Weil wir müssen ja gleich mit dem Gülle Gärreste holen. So. Wie weit ist er denn? Ah, es hält aber lange, erstaunlicherweise, würde ich sagen. Weil so groß ist der doch gar nicht. Aber, ja, er hat natürlich nichts weitergemacht. Okay. Ja, ist auch ein bisschen, weil es hier auseinander liegt. Muss man die Sache, glaube ich, doch von Hand machen. So. Ja, wirft es natürlich schon ein bisschen auseinander. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Schwader dann nochmal drüber. So, da haben wir ja wie gesagt schon ein bisschen Stroh geholt für das, für den Kuhstall, für unsere Aufzugsstation. So. Dann fahren wir die eine Bahn noch. Und jetzt müsste doch irgendwann mal der Kollege hier leer sein. So, ich habe sowieso das Gefühl, dass es eine Nachtschicht wird. Denn wir haben jetzt schon 15.20 Uhr auf der Uhr. Und ich lasse ganz normal im Minutentakt laufen. Oder ja, Echtzeit sozusagen. Und da habe ich das Gefühl, wenn wir das, bis wir das hier alles eingesammelt haben, da werden wir noch die ganze Nacht zu tun haben. So, jetzt schauen wir mal. Wo ist denn jetzt der Kollege? Ah ja, jetzt ist er gleich leer. Sehr schön. Gut, dann würde ich doch sagen, füllen wir den gleich hier auf und fahren hier die Straße entlang zurück zum Hof. Und wie gesagt, wir haben hier jede Menge zu tun in unserem schönen Projekt Big Farm. Wir werden jetzt hier das Feld noch ein bisschen andüngen und dann müssen wir Heu machen. Dann werden wir mit dem Ladewagen Heu, Gras und Stroh einsammeln und das werden wir uns dann in den nächsten Folgen ansehen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein kleines bisschen Spaß gemacht heute hier bei mir mit dem LS22. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen, für eure Zeit. Und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.